Herzlich willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Episode von Let's Play Star Wars Galaxy of Heroes. Wir spielen endlich wieder Season 1 mit unserem großen Account, und zwar die galaktische Eroberung hier. Wir haben noch circa 11 Tage Zeit, denn ich konnte circa 2 Tage nicht aufnehmen und habe mir gedacht, hey, komm, ich lade mal ein bisschen Energie auf, damit ich dann diese 2 Tage nachholen kann. Aber das funktioniert nicht mehr so wie früher, denn wenn man jetzt Energie aufladen will, kann man nur einmal über den Maximalbereich drüber hinaus aufladen. Und dann kommt die Meldung, dass die Energie voll ist, denn Capital Games wollen scheinbar, dass man die Eroberung relativ live spielt. Früher konnte man ja jeden Tag 3-mal Energie aufladen, soweit ich weiß, und dann eben einen riesen Vorrat an Energie haben und dann erst kurz vor Ende mehrere Sektoren auf einmal spielen, wenn man das eben so machen wollte, aber das geht jetzt eben nicht mehr. Das heißt, ich muss also relativ live dranbleiben, also machen wir das auch. Wir betreten jetzt hier Sektor 1, da haben wir es mit Revan zu tun, als Boss, dann später Grievous, dann hier den guten Darth Revan, dann auch noch Lord Vader und den guten Obi-Wan hier. Soweit werde ich wahrscheinlich sowieso nicht kommen, aber ihr wisst ja, meine Devise ist, hauptsächlich möglichst weit zu kommen, denn so hole ich die meisten Tickets hier, die meisten Karten, ne? Und von diesen ganzen Events bzw. Achievements hier versuche die nicht bewusst zu machen, denn die meisten kriege ich sowieso nicht hin, weil ich die Charaktere dafür nicht habe und nicht weit gut rausgebaut habe. Aber zumindest, versuchen wir einfach möglichst viel dabei rauszuschlagen, okay? Also starten wir mit der Action Sektor 1. Los geht's! Hier haben wir also Jedi Knight Revan und ich glaube, das war die gute Rey. Das war Jedi Training Rey, glaube ich. Oh, gucke mal, der gute, Dash Render ist das, ne? Was ich auch schön finde, ist, dass der, in Anführungszeichen, bessere Weg mittlerweile markiert ist. Früher musste man sich ja drüber Gedanken machen, wo läuft man lang und so, ne? Gucken, wo hier die gestrichelten Linien hinführen. Mittlerweile ist das hier alles markiert, das finde ich sehr schön. Das heißt, man weiß immer ganz genau, wo man langlaufen kann, um eben dann an diesen speziellen Store zu gelangen, ne? Okay, das ist also sehr gut, diese Änderung. Gucken wir uns mal ganz kurz hier die erste Datenkarte an, die wir haben. Datendisk, instabiler Entschleuniger, angestauter Trotz. Fügt einen Verbündeter, einem Gegner einen kritischen Treffer zu, erhalten alle Verbündete 5% Angriff. Das ist gar nicht mal so schlecht. Aber ihr wisst, ich bin ein großer Fan von thermischer Zermürbung. Hat ein Gegner 5 Debuffs, erhält ja 2 Stapel Thermaldetektoren, die nicht widerstanden werden kann. Das nehmen wir natürlich instant. Sehr gut, rüsten wir auch gleich aus und bestätigen das Ganze hier. Wunderbar. Ich kam jetzt circa ein Monat, vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, ich glaube es sogar ein bisschen mehr, kam ich nicht so wirklich zum Zocken und ich war fast völlig inaktiv in Galaxy of Heroes. Ich muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen, aber das wird schon. Wieso setzen die uns so. Okay, gut, pass auf hier. Setzen die uns gleich mal Darth Revan vor die. Aber wisst ihr, was wir machen? Ich würde jetzt gerne mal hier. Ich will rebellieren! Und zwar Moment, ich habe das doch hier vorbereitet. Ich hab da mal was vorbereitet. Ziemlich langes Stückchen. Wir können auch das Team hier spielen. Ein ziemlich ganzes Weilchen habe ich ja nicht wirklich zocken können. Ich muss also wieder ein bisschen reinkommen. Weil ich halt eben privat viel zu tun hatte. Und das ist halt manchmal so. Ich habe dann immer so eine On-Off-Beziehung mit Galaxy of Heroes. Beziehungsweise generell mit YouTube. So, wisst ihr? Eine Zeit lang kann ich da mal richtig viel aufnehmen und dann kann ich halt mal nicht so viel aufnehmen und so. Okay, Malak saugt an uns, der provoziert nicht mehr. Wir machen zuerst einmal Bastila-Platt hier. Schickt mal hier Anakin vor, dass die schon mal down ist. Super klasse. Er hat leider Furcht, ich mache das trotzdem auf ihn. Okay, ich würde nämlich gerne Revan killen. Der fängt sich die Konter, sehr schön. Machen wir erstmal das hier. Super, geben uns Zugleiste. Greifen wir jetzt mit Malak an. Wenn der down ist, ist auch gut. Sehr schön. Jetzt machen wir Revan-Platt hoffentlich. Oder vielleicht sollte ich erstmal alle anderen killen drumherum, damit unsere Klone nicht sterben. Furcht, okay, wir schmeißen eine Granate. Sehr schön. Greifen wir jetzt mal ihn hier an, machen das auf ihn. Wunderbar, nur noch Revan steht, Anakin steht auch wieder. Und zack, sehr gut, dann ist er auch weggepustet, wir haben es geschafft. Sind auch die ersten Kämpfe, ne? Da ist er noch relativ easy peasy. Wir gucken uns auch gleich mal die Erfolge an, die wir haben. So, und zwar hier unten Erfolge. Was haben wir denn hier? 50 Gegner besiegen mit Kopfgeldjägern. Seht ihr, das ist das Problem. Ich habe keine ausgebauten Kopfgeldjäger auf diesem Account. Mit meinem kleinen Account wird sich das ändern. Mit meinem kleinen Account arbeite ich ja schon ordentlich an denen. Dann haben wir hier
Weitblick, Blenden und ohne Tanks in der Gruppe. Das ist eigentlich relativ einfach. Weitblick mit Yoda zum Beispiel, ne? Wir gehen mal hier rein. Und... ja, komm, wir nehmen Jedi. Wir nehmen Jedi mit Yoda. Und zwar habe ich hier ein Team vorbereitet mit Yoda. Vielleicht das da. Wir nehmen dieses Team hier. Aber ohne Tanks in der Gruppe, oder? Wir machen mal den hier raus und nehmen andere Jedi mit dafür. So. Frage ist, wen nehmen wir mit stattdessen? Ich würde mal fast... Einsiedler Yoda, den hebe ich mir noch auf. Wir könnten Qui-Gon mitnehmen. Der ist ja auch kein Tank. Oder Barriss. Shaak-Ti will ich mir auch noch ein bisschen aufheben. Wobei, wisst ihr was? Komm, wir nehmen Qui-Gon mit. Warum eigentlich nicht? So. Okay, super. Dann würde ich mal sagen, markieren wir erst einmal Count Dooku hier. Damit wir den schon mal los sind, schnellstmöglich. Spring mit Yoda auf alle Gegner hier. Sehr schön. Wird gekontert. Okay, jetzt machen wir erst einmal Weitblick auf uns. Super. Und er provoziert, ne? Wir können aber trotzdem Dooku angreifen. Machen wir auch gleich mit Qui-Gon Jinn hier. Sehr schön. Ich nehme Qui-Gon einfach mit, weil ich ihn, fand ich einfach super cool finde. Wisst ihr ja, ne? Hat keinen besonderen Hintergrund oder so. Zuerst mal auf ihn. Super klasse. Dann greifen wir den Tank hier an. Sehr schön. Ich könnte auch Juhani mitnehmen. Aber dann wäre sie ist ein Tank, ne? Das ist das Problem. Müsste ohne Tanks spielen. Okay, machen wir nochmal Schaden auf alle hier. Wunderbar, um die Runden schneller durchzuzirkulieren. Yoda ist gleich wieder dran. Greifen noch einmal an auf ihn hier. Kriegen damit erhöhte Angriffsrate. Oh, er hat jetzt gleich unsere Buffs genommen. Ist aber auch draufgegangen. Wir sollten uns um den Druidiker kümmern. Der könnte nämlich eine Bedrohung werden. Machen wir erst einmal... Bestechen weg. So, okay. Und dann springen wir auf den Druidiker. Nehmen ihm seine Buffs. Sehr gut, verstärken uns dafür. Ich würde auch mal sagen, wir versuchen mal Nut zu betäuben. Hier, sehr schön. Und dann greifen wir den Druidiker an. Wunderbar. Und... geben das hier Yoda. Sehr schön. Zugleiste bekommen zum Kram, ne? Springt erstmal auf alle hier. Verteilt nochmal ein paar Buffs. Super. Und springt nochmal auf den Druidiker. Wunderbar. Dann ist der auch fast down. Greifen wir nochmal ganz kurz an. Er hat Fähigkeitenblockade. Ist auch sehr praktisch. Noch einmal Angriff. Dann ist der auch erledigt. Super klasse. Und in B1 mache ich mir jetzt echt gar keine Sorgen. Wir greifen jetzt mal hier Nut an. So. Dann ist Nut auch gleich gut. Sehr schön. Der ist unsichtbar. Das heißt, wir müssen jetzt den B1-Druiden angreifen. Das passt aber. Yoda ist ebenfalls unsichtbar, also keine Konter mehr für irgendwelche Gegner, falls es irgendwie möglich gewesen wäre. Okay, sehr schön. Hier schicken wir nochmal Yoda vor. Wunderbar, der ist auch fast down dann. Verteilen wir nochmal unsere Buffs. Seht ihr, wie oft wir Weitblick kriegen, alleine in diesem Match hier. So, machen das hier und schicken Reva mit vor. Sehr gut. So, Nut ist wieder sichtbar, aber der B1 ist eh gleich down. Wir machen mal das hier. Zack, gibt's nochmal einen Bonusangriff, dann ist der erledigt. Sehr schön. Greifen wir jetzt hier Nut an, Nummer 1. So, Nummer 2. Geben hier die Zugleiste Yoda, machen damit Schaden auf alle. Yoda kann gerade noch einmal Weitblick verteilen, guck mal, sehr schön. Und dann schicken wir hier Yoda vor und das war's, perfekt. Hat sich gelohnt, ne? Je schneller wir das Ding mit Weitblick abschließen, desto besser. Ich meine, wir werden sowieso noch mal öfter Jedi spielen müssen und anderes Zeug und so, ne? Und sowieso andere Möglichkeiten, Weitblick zu bekommen. Aber ich will auch gern blind machen auf die Gegner und dafür würde ich gern Rebellen spielen. Rebellen sind gut darin, blind zu machen. Hier, eine Runde ohne Tanks und guck mal, wir haben das mit dem Weitblick fast erledigt. Fast abgeschlossen. Okay, perfekt. Gehen wir weiter zum nächsten Kampf. Oh mein Gott. Das ist... oh Gott, eiserne Vergeltung. Warum tut ihr mir das an? Warum tut... Moment, ist es überhaupt wert? Kann ich das mittlerweile sehen? Ist es überhaupt wert? Unterstützt Greifverbände außerhalb seiner 100 regieren alle Verbündeten 4%. 33%. Angriffskraft. Ätzende Emissionen. Zu Beginn der Runde, zwei Runden lang mit Schaden über Zeit. Aha, okay. Was haben wir hier unten? Was ist da unten drin? Außerhalb der Runde 8% Meisterschaft. Oh, das ist gut. Außerhalb der Runde anderen 2% Gesundheit. Das ist eigentlich ziemlich gut. Technikmeister. Greift der Verbündete außerhalb seiner Runde an, erhält er 8% Meisterschaft. Das ist ziemlich gut. Gerade für Rebellen und so ein Kram ist das ziemlich gut. Und ich habe keine Lust, oben rumzugehen. Das Zeug ist es eh nicht wert hier. Das Zeug, was hier oben ist. Das ist eh nicht so gut. Ätzende Mission ist zwar nicht schlecht. Zwei Schaden über Zeiteffekte und Verbrennung. Oh Mann. Aber die müssen dafür erstmal dran sein. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt benutze. Und die haben alle hier eiserne Vergeltung. Ne? Standhafte Vergeltung, meine ich. Sorry. Wir versuchen es trotzdem. Wir gehen hier rein, versuchen es trotzdem. Aber nicht mit den Jedi. Die werden das nicht schaffen. Wir gehen in die volle Offensive. Wir spielen dieses Team hier.
Oder wir könnten schon mal an Weitblick arbeiten. Wir nehmen Rebellen, arbeiten schon mal an Weitblick. Das wäre vielleicht auch keine schlechte Idee. Wir nehmen dieses Team, die haben sowieso Weitblick, sag ich. Ich meine, blind, ne? Weil 3PO und Chewie können ja blind machen auf die Gegner. Und da sind auch keine Tanks mit drin, soweit ich weiß. Also müssten wir das ebenfalls schaffen können. Und ich glaube, die sind schnell und offensiv genug, um das zu schaffen. Wir versuchen es mal. Wir greifen mal hier Annie an. Okay, okay, okay. Ich muss Anakin weiter angreifen, ne? Ich mache aber... Kann ich das hier machen? Okay, sehr gut. Ah, die Konter. Jetzt müssen wir Fives angreifen. Wir müssen Fives zuerst killen. Okay, das sieht gut aus, ehrlich gesagt, Freunde. Das hätte ich gar nicht erwartet. So, jetzt machen wir als nächstes Rex platt. Wir betäuben ihn erst einmal. Super. Oh, guck mal, wie schön. Oh, die Rebellen, Freunde. Ich liebe die Rebellen. Die sind der Hammer. Okay, jetzt machen wir erstmal das hier. Ihr seht, wir haben Gegner geblendet. Zwei Stück, ne? Anakin kann nicht geblendet werden, scheinbar im Moment. Ist aber okay. Machen wir das hier. Oh, der Hammer. Okay, jetzt müssen wir aufpassen, dass der niemanden killt. Ah, okay, sie hat es überlegt. Sehr gut. Ist ja noch der erste Schwierigkeitsgrad, ne? Da geht das noch ziemlich gut. Super. Oh Gott, Freunde, ich feiere die Rebellen. Die machen so viel Spaß. Ich würde die bis zum Abwinken zocken. Allerdings winken die irgendwann mal wirklich ab. Okay. Ups. Nachricht. Ich bekomme Nachrichten. Ich bin beliebt. Ich habe Freunde. Okay, jetzt klicken wir hier drauf. Und jetzt, das machen wir, versuchen wir... Rebellen gegen die ist schwierig. Wisst ihr was? Scheiß auf die Rebellen. Die kriegen das zwar auch hin, aber ich würde mal sagen, wir nehmen den hier. So. Den guten Darth Revan mit seinem Darth Malak an seiner Seite. Der ihn ja betrogen hat. Kennt ihr ja die Story, oder? Habt ihr gespielt, ne? Okay, wir springen erstmal auf Padme. Und machen allen anderen Furcht. Ihn müssen wir jetzt angreifen. So, Padme kann zwar nicht, kann zwar keine Furcht kriegen, ist aber nicht weiter schlimm. Alle anderen haben Furcht, darauf kommt's an. Und jetzt wollen wir Padme natürlich zuerst killen, ne? Also machen wir jetzt mal ganz kurz hier. So, schöne Debuffs auf alle, schmeißt noch hier Granätchen. Wunderbar, Padme ist erledigt. Anakin hat seinen Bonuszug bekommen. Wir machen jetzt Blitz auf alle. Anakin ist einfach mal geplatzt. Dann saugen wir ganz kurz hier an Ahsoka und er verzieht sich. Sehr gut. Superklasse. Okay, weiter geht's. Wir können jetzt hier wählen und wir wählen trotzdem mal ätzende Emissionen. Weil das die verstärkte Variante ist, bei der man eben nicht nur zwei Schaden über Zeiteffekte macht, sondern auch noch Verbrennung, wisst ihr? Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, das jetzt zu nehmen. Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht. Wir gucken mal ganz kurz bei den Erfolgen, wie es hier aussieht. Und ihr seht, wir haben zweimal Gegner geblendet und wir müssen noch einmal Weitblick erhalten. Dreimal Weitblick erhalten, also einen Kampf machen wahrscheinlich. Den machen wir hier, gegen die. Hier mit, auch mit den Jedi reingehen ganz kurz und dann sind die Jedi erst einmal abgeschlossen. Dann machen wir noch Rebel Action. Nur welches Jedi-Team nehmen wir? Dieses wahrscheinlich wieder hier. Und wir müssen, ich nehme trotzdem keinen Tank mit. Wir könnten zwar einen Tank mitnehmen, weil ich ja mit den Rebellen ohne Tank spiele. Aber das ist okay. Wir nehmen doch mal Qui-Gon mit, weil Qui-Gon, das ist einfach so cool. Ihr wisst ja, ne, mein Lieblings-Jedi ist Qui-Gon Jinn, war es immer und wird es auch immer bleiben. Okay, es gibt auch so viele andere Jedi, die ich wirklich sehr, sehr gerne mag, vor allem im Legends-Universum. Ich mag zum Beispiel auch Zane Carrick sehr gerne, aus den Old Republic Comics. Ich hoffe, dass der noch irgendwann ins Spiel kommt. Oh, die sind schnell. Okay. So, wir markieren erst einmal hier Dooku. Wunderbar. Springen wir auf alle. Sehr schön. Gibt Konter, das passt. Verteilt auch mal Weitblick und dann ist das mit dem Weitblick erledigt. So, und dann springen wir mit Qui-Gon erst einmal auf Dooku drauf, um ihn zu killen. Sauber. Sehr gut. So, okay, die greifen an. Wir haben ja Jolene, wir können ja heilen notfalls. Wir machen jetzt das und schicken Yoda wieder vor. Wir haben aber zwei Tanks, in die wir erstmal vorbei müssen. Wir machen erst einmal den Tank platt, den wir auch tatsächlich platt machen können. Also schicken wir nochmal hier Yoda vor. Super. Der kann auch gleich nochmal auf alle springen hier. Sehr gut, dann ist der Tank fast down. Gibt noch ein paar Konter. Der kriegt seinen Bonuszug und ist dann erledigt, glaube ich. Jawohl, super. Jetzt müssen wir den hier angreifen. Ist ein bisschen schwierig, weil er Brut Alpha mit dabei ist. Aber wir machen ja ganz viele Debuffs auf die Gegner, ne? Wir greifen mal hier an. Sehr schön, nehmen wir seine Buffs, okay. Vergeben uns dafür Buffs mit Qui-Gon, wenn wir schon die Möglichkeit haben. Ich würde mir wünschen, dass diese Fähigkeit eine andere Animation bekommt irgendwann einmal. Wir geben Yoda Bonuszugleiste, machen Schaden auf alle. Verteilen nochmal Buffs hier für uns alle. Sehr schön. Und dann schicken wir hier nochmal Yoda vor. Killen damit den Tank. Jetzt wollen wir Brut Alpha killen. Also gehe ich nochmal ganz viel auf so auf den drauf. Sehr gut. Machen nochmal das hier. Schicken hier den guten Revan mit vor. Superklasse. Asajj wollen wir als nächstes killen, weil Asajj ist in der Lage, unsere Buffs zu klauen. Deswegen ist jetzt auch Platz. Und jetzt kümmern wir uns um ihn.
Allerdings ist das Problem mit ihm, er kann nicht sterben, er hat Kopfgeldjägerentschlossenheit. Wir greifen normal an. So, jetzt ist er wieder da. Jetzt kann er aber sterben. Endgültig. So, noch einmal bitte hier. Sehr schön. Und dann verteilen wir nochmal unsere Buffs hier. Super. Und greifen an. Na, komm schon. Noch einmal. Perfekt. Okay, damit ist das Weitblick-Ding abgeschlossen. Ich habe das Gefühl, Capital Games ist ein bisschen fairer geworden mit den Achievements, die man hier kriegen kann. Weitblick, ne? 60 Mal. Ich werde nicht alle machen. Ich werde nicht auf Achievements spielen, weil für mich geht es in erster Linie darum, weiterzukommen. Ich habe das schon mal erklärt in älteren Episoden. Wenn ich jetzt zum Beispiel 20 Energie verplemper, um hier ständig die Erfolge zu holen, dann bekomme ich im Endeffekt weniger Datenkarten, als wenn ich einfach weiterspiele und 3 Sterne hole. Wisst ihr? Hier, es geht nämlich auch um diese Erfolge, die man hier kriegt. So, es geht erstmal darum, möglichst weit zu kommen, finde ich. Aber gut, das Ding ist jetzt mal erledigt, ist die Frage, gehen wir unten oder oben rum? Ihr wisst ja, unten rum ist immer ein bisschen schwieriger, scheinbar. Scheinbar, ja, es geht, okay. Und hier ist dann Dash Render. Ich würde gerne wenigstens bis zu Dash kommen, oder? Das wäre doch cool. So, gehen wir erstmal hier rein und nehmen jetzt unsere Rebellen, unsere geliebten Rebellenfreunde. So. Ah, ich weiß noch die Zeit, als ich Rebellen überhaupt nicht ausstehen konnte. Ich konnte Rebellen immer leiden. Ich war immer ein Fan von den Rebellen. Natürlich auch von der Originaltrilogie. Aber eine Zeit lang war eben Commander Luke Skywalker, der war so... Das war der erste richtig gute Mega-Super-Charakter. Und jeder musste ihn farmen. Und ich erinnere mich noch, als mir von allen Seiten gesagt wurde, farm Commander Luke Skywalker, farm Commander Luke Skywalker, farm Commander Luke Skywalker. Und zu der Zeit war gerade der Buff raus für, da gab es gerade das Phoenix-Team und da kam der Buff für Palpatine. Und zu der Zeit war das dann halt richtig gut, Palpatine zu farmen. Und da wurde Luke Skywalker, Commander Luke Skywalker wurde langsam abgelöst. Und wir machen mal ganz kurz den Platz erst, sehr schön. Der wurde langsam abgelöst, so von dem, man muss nicht unbedingt farmen Slot, wisst ihr? Also es war nicht mehr Pflicht, Luke zu farmen zu der Zeit. Und trotzdem wurde es immer noch von mir verlangt, von manchen Leuten, die gesagt haben, hey, du hast keine Ahnung von dem Spiel, Luke Skywalker ist immer noch der absolut unheimlich beste Charakter im Spiel, der unbedingt sofort als allererstes gefarmt werden musste. Obwohl zu der Zeit eben nicht mehr Luke Skywalker der erstbeste Charakter war, den man unbedingt farmen sollte, sondern es gab dann eben zu dem Zeitpunkt schon die Route, wenn man das Spiel frisch angefangen hat, über das Imperium und über die Sith. Und dann habe ich mir eben den Spaß draus gemacht, Commander Luke Skywalker öffentlich als Lappen zu betiteln. Ganz einfach deswegen, weil, um zu zeigen, hier, guck mal, der ist bei weitem nicht mehr so, wie das in den Köpfen von manchen Leuten noch drin war. Aber mittlerweile ist es so, dass das Spiel so geil gebalanced ist. Es gibt so viele Routen, mit denen man anfangen kann, dieses Spiel zu spielen. Ich habe die Gegner gar nicht blind gemacht, oder? Die sind so schnell gestorben. Genau, es gibt so viele Routen, das Spiel zu starten. Man kann als erster allein die galaktischen Legenden haben so viel ermöglicht, ja? Und man kann jetzt beispielsweise als galaktische Legende, als erste galaktische Legende, Palpatine farmen oder Kylo Ren farmen oder Rey. Das machen viele Wege, machen Sinn am Anfang. Man kann auch trotzdem direkt auf die Rebellen gehen, wenn man möchte. Okay, der ist down, sehr gut. Oh mein Gott, die machen ganz schön viele Bonusangriffe hier, muss ich sagen. Das gefällt mir gar nicht. Okay, wir machen erstmal das hier. So, sehr gut. Diese Bonusangriffe sind echt der Hammer. Das ist halt, weil er hier der Anführer ist und bei kritischen Treffern kriegen die Bonuszugleiste. Okay, ich muss ihn betäuben, es geht nicht anders. Wir machen erstmal das hier. Konnte nicht betäubt werden. Ach stimmt, der hat hier... Ah, okay, Mist. Wir machen erstmal das da, super. So, jetzt kann ich mal ein paar Gegner erblinden lassen. Der Chewie ist zu langsam hier. Oh, die Rebellen sind so cool. Vor allem mit den ganzen Debuffs und so einem Kram. Ja, das ist halt, Rex war der Anführer. Bei kritischen Treffern kriegen die Bonuszugleiste, wenn Rex der Anführer ist. Und die Rebellen machen halt praktisch immer kritische Treffer. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Okay, jetzt die Frage. Unterer Store oder oberer Store? Ich suche meistens nach so Stimpacks. Medikits? Medipacks, genau. Danach suche ich. Und kleines Stimpack, Medipacks, Gesundheitsmedipack. Das da will ich haben. Überladenes Gesundheitsmedipack, 15 Währung. Ja, das will ich haben. Also es gibt keinen Grund für mich hier lang zu gehen. Hier sind Stimpacks. Das ist auch ein überladenes Schutzmedipack. Ah, ist auch interessant. Ich wusste gar nicht, das sind sogar... Na, das kostet aber Kristalle. Ich glaube, wir gehen am besten hier hin. Was macht das Gesundheitsmedipack? Ach so, das erhöht maximal Gesundheit. Moment. Ich will eigentlich... Stimpack waren das, glaube ich, ne? Die hier, Ausdauer, genau, richtig, Stimpacks. Das sind kleine Stimpacks. Die haben generell nur kleine Stimpacks. Also ist egal, ob ich oben oder unten rumgehe.
Okay, Stimpaks waren das Ding. Die will ich haben. Gehen wir also den Weg des geringsten Widerstands. Das sind jetzt erstmal die hier. Und bei denen, würde ich gerne einfach mal... Ich würde gerne einfach mal dieses Team hier spielen. So. Ist zwar Overkill, und wir machen nicht Weitblick auf die Gegner und haben Tanks im Team, aber ich habe einfach Spaß dran. Okay, wir machen erstmal hier Schaden über Zeit auf alle. Sehr gut. Und dann machen wir jetzt das hier. Super. Und greifen jetzt jeden einmal an. Ich würde mal sagen, wir greifen erst einmal ihn hier an. Wunderbar. Dann ihn. So, sehr gut. Der kontert natürlich, das passt schon. Greifen dann ihn an. Machen nochmal hier Schaden über Zeit auf alle. Sehr schön. Dann greifen wir den hier an. Super. Dann ihn hier. Perfekt. So, jetzt müssen wir den Tank angreifen. Auf den schmeißen wir gleich mal unser Stöckchen. Der ist auch dann down. Vader ist direkt wieder dran. Wir verpassen jemanden Fähigkeitenblockade, der es noch nicht hat. Der kann Debuffs wegmachen. Deswegen geben wir ihm Fähigkeitenblockade. Hat leider nicht funktioniert. Okay, passt. Wir geben jetzt hier, wir tauschen Zugleistet Mara Jade. Und die schmeißt erstmal hier ihr Flächenschaden. Super, macht ganz viele Debuffs und so Kram, ne? Kriegt 100% Zugleiste. Kann auch direkt angreifen. Eigentlich ist Brut Alpha unser Hauptziel. Deswegen greifen wir den jetzt mal an hier. Sehr schön. Der ist auch betäubt worden. Gegner sind alle geschockt. Also greifen wir jetzt wieder Brut Alpha an. Palpatine macht mit. Sehr schön. Palpatine ist dran. Kann alle schocken. Hat sogar alle betäubt. Und weil die geschockt waren, sind die jetzt 2 Runden lang betäubt. Also ist das Ding hier sowas von gewonnen. Wir nehmen jetzt trotzdem Brut Alpha raus. Sehr schön. Jetzt ist der Rest ja der Sieg nur noch Formsache. Und ihr seht, Palpatine bekommt dann tonnenweise Bonuszugleiste. So, machen wir mal Schaden über Zeit auf alle. Sehr gut. Vader ist nochmal dran hier. Und schmeißt Stöckchen Nummer 1. Greift einmal hier an, super klasse, und dann noch einmal den Angriff hier, sehr schön, und erwürgen wir ihn mit der Macht. Okay, er hat's überlebt, aber dafür gibt's ja einen Schuss von Thrawn, der alles im Griff hat. Dieses Team macht so viel Spaß, Freunde, das Team macht so viel Spaß. Es gibt so viele Teams mittlerweile, die so viel Spaß machen, das ist der absolute Hammer. Ich finde, Capital Games machen mittlerweile einen richtig, richtig krassen Job, einen richtig guten Job. Und ich wurde ja mal gefragt, wieso ich denn wieder Galaxy of Heroes zocke, nachdem ich ja eine Zeit lang aufgehört habe, weil ich mich ja nicht mehr mit dem Unternehmen und dem Spiel identifizieren konnte. Capital Games kann ich momentan nur absolut loben. Die arbeiten zwar immer noch nicht mehr mit den EA Game Changer zusammen, also ich habe immer noch keine Möglichkeit, mit denen in Kontakt zu treten irgendwie, so wie früher. Aber was die momentan raushauen, ist einfach der absolute Hammer. Okay, wir gehen nochmal zu unseren Rebellen. Hoffentlich komme ich dieses Mal dazu, ein bisschen blind auf die Gegner zu machen. Das wäre ziemlich cool. Aber zumindest spielen wir ja hier ohne Tank im Team, ne? Okay, wir wollen auf jeden Fall zuerst einmal ihn betäuben. Sehr schön, damit er nicht provoziert, wisst ihr? Es wäre jetzt zwar halb so wild, aber wir machen es trotzdem mal. So, jetzt machen wir das hier. Dann greifen nämlich erstmal alle an. Und dann sind wir nochmal dran und nehmen immer seine Zugleiste, damit er uns nicht, Fähigkeitenblockade gibt und so ein Kram, ne? Um Elmo mache ich mir keine Sorgen, aber er hier kann uns betäuben. Wir machen jetzt erstmal das hier, wählen mal ihn aus. Im Prinzip egal. So, sehr gut. Und jetzt machen wir mit ihm hier. Wir könnten jetzt allen Schaden machen und Debuffs nehmen. Das will ich aber nicht. Ich will lieber Gegner betäuben und ich will ihn betäuben. Also betäube ich ihn jetzt mal hier. So, er ist betäubt. Superklasse. Der nächste, den ich betäuben will, ist Elmo, weil der als nächstes dran wäre. Also mache ich das erstmal hier. Konnte ihn nicht betäuben. Okay, jetzt jubeln wir ein bisschen. Kriegen dadurch Bonuszugleiste, verbessern uns. Jetzt machen wir erstmal alle Gegner blind. Sehr schön. So, ne, dann ging auch sein Angriff daneben. Jetzt gucken wir, wer wäre als nächstes dran und würde uns nerven. Der hier würde uns als nächstes nerven, weil er nämlich als nächstes relativ schnell dran wäre und dann auch provozieren könnte und so ein Kram. Also greifen wir ihn mal an hier. Er ist down, super. So, die verlieren nämlich ihre Schilde. Jetzt greifen wir ihn hier als nächstes an. Dann hat er nämlich auch keine Schilde mehr. Die haben aber beide noch Kopfgeldjägerentschlossenheit. Was ich jetzt mache, ist Embo als nächstes angreifen, weil der als nächstes dran wäre. Oh, der war schneller, als ich erwartet habe, okay. Dann hat er seinen Kopfgeldjägerentschlossenheit verloren. Nehmen wir die ihm auch mal weg. Wir machen Schaden auf alle. Lösen dadurch das Ganze entblößt aus. Sehr gut. Greifen ihn hier an. Dann ist der auch erledigt. Super. Greifen. Machen wir hier Schaden auf alle. Warum eigentlich nicht, ne? Oh, schön. Tja, das war's. Super. Wir haben aber blind gemacht auf alle Gegner. Das ist sehr, sehr wichtig. Blenden. So, ne, wir haben hier Erfolge, gucken wir noch ganz kurz rein, wie es da aussieht. 9-mal Blenden gemacht von 40 und 6 von 14 Kämpfen ohne Tanks im Trupp. Das schaffen allein die Rebellen. Aber das hier, 50 Gegner mit Kopfgeldjäger-Einheiten besiegen. Meine Kopfgeldjäger auf diesem Account sind einfach viel zu schwach und ich habe keine Lust, mich damit rumzuärgern. Wisst ihr, was ich meine? Okay, wir gehen, wir nehmen das Ding hier. Nehmt das mal an. Sehr gut, der Grund, warum ich das hier nehme, ist ganz einfach das. Ist ganz einfach der, ich kann das hier kaufen, das kleine. Und für 40 Kristalle könnte ich jetzt das kaufen. Ich mache das einfach mal. Einfach aus Spaß. So. Alles andere ist mir erst einmal egal. Wir gehen jetzt hier zu Dash und verpassen dem mal eine. So, mit unseren Rebellen.
with a rebel yell. Woohoo! Okay, hier ist er. Dash Render. Schönes Team, ne? Ich mag das. Okay, Tank. Den wollen wir zuerst loswerden. Also wir betäuben erstmal ganz kurz hier. Okay, Tank greift an. Oh, Render greift an. Okay, 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 okay. Gut, gut, gut. Wir nehmen jetzt seine Buffs hier. Zuerst einmal machen wir das da, damit alle angreifen. Sehr gut. Dann greifen wir hiermit an. Buffs sind weg. Superklasse. Machen das hier und schicken trotzdem ihn hier vor, um den zu killen. Perfekt. Ah, wir müssen halt den zuerst killen. Den Chewie. Wir machen mal Schaden auf alle. Nehmen den ihre Buffs. Sehr gut. So, das hier provoziert. Okay, wir killen es mal. Sehr schön. Sind gleich wieder dran. Können jetzt dann Chewie angreifen. Jubeln aber erst einmal ein bisschen, damit alle ihn angreifen. Und machen dann noch einen Blind auf alle Gegner. Zumindest auf die, zumindest auf möglichst viele. So, der ist erledigt. Das können wir uns darum kümmern, alle anderen zu killen. Machen wir den immer platt. Ich mag ja eigentlich, ich mochte den Han Solo-Film. Ich mochte den sehr gerne. Der hat sehr viel Spaß gemacht zu schauen. Was mich aber ärgert ist, dass dieses Team nicht wirklich gut ist. Nicht wirklich gut spielbar ist. Das ärgert mich. Ich hätte nämlich gerne ein Team mit Kira, Han Solo und vor allem Lando. Ihr wisst ja, ich bin ein Riesenfan von Lando Calrissian. Und ich habe den jungen Lando auch sehr, sehr gefeiert. Und ich würde gerne ein Teamspiel mit dem jungen Lando Calrissian. Genauso wie ich gerne sein Schiff in der Flotte spielen würde. Das würde ich auch so gerne machen. Okay, wir gucken mal ganz kurz, wie das hier aussieht. Oh, es gibt viele neue Sachen. Fügt ein Verbündeter einem Gegner, guck mal hier, kritische Formation 2. Fügt ein Verbündeter einem Gegner einen kritischen Treffer zu, regenerieren allen Verbündeten 12% Schutz. Das ist sehr gut für Rebellen, weil die immer kritische Treffer machen. Generell, High-Level-Gameplay macht man sehr oft kritische Treffer. Also ist generell eine sehr gute Karte, meiner Meinung nach. Aber das ist auch gut. Exklusiver Beschleuniger. Fügt ein Verbündeter einem Gegner Schaden zu, erhält dieser 2 Runden lang 5% Zugleistung und einen Schaden über Zeiteffekt. Es ist nur ein Schaden über Zeiteffekt. Trotzdem würde ich das mal gerne im Hinterkopf behalten. Ätzende Emissionen, das ist auch nicht schlecht. Das haben wir noch gar nicht. 2 Schaden über Zeiteffekte. Und dann noch das hier. Okay, ätzende Emissionen will ich haben. Weil das passt nämlich zu unseren ersten ätzenden Emissionen. Dann haben wir noch Ausweichtechnik, kumulative Offensive ist auch nicht schlecht. Wenn wir einen Buff bekommen, dann bekommen wir Angriffskraft. Aber momentan baue ich eher auf Debuffs auf, als auf Buffs für uns. Also würde ich sagen, Ausweichtechnik ist auch nicht schlecht. Aber ich würde sagen, wir nehmen das hier. Ätzende Emissionen. Damit wir nämlich noch mehr Debuffs auf die Gegner machen. Schutz regenerieren ist zwar praktisch. Ich kann mir vorstellen, dass das einen guten Nutzen hat, aber das da unten will ich haben. Wir sind aber nicht ganz fertig hier. Denn wir müssen gewinnen mit Uru am Leben. Und gewinne mit 3 Java-Einheiten. Seht ihr, was ich meine? Wenn ich das jetzt mache, das kostet mich 20 Energie und ich würde 4 Datenkarten bekommen. Weil ich das nicht von Anfang an gemacht habe, ich habe nicht drauf geachtet. Ich würde 4 Datenkarten bekommen. Und wenn ich aber den nächsten Kampf mache, kostet mich das auch 20. Ich bekomme 3 Datenkarten und mache aber weiter. Es lohnt sich fast gar nicht, das jetzt nochmal zu versuchen. Wisst ihr? Zumal ich nicht beide Events, also beide Dinge auf einen Schlag machen kann. Sondern um 4 zu bekommen, weil ich dann nämlich 3 Java-Einheiten und Uhuru-Dingens im Team haben müsste. Ich müsste praktisch einmal das Ganze spielen für den Tusken. Und dann einmal nochmal spielen für die Javas. Das heißt, ich würde praktisch mindestens 40 Energie ausgeben für 4 Karten. Und hier gebe ich nur 20 Energie aus für 3 Karten. Deswegen ist es besser, wenn man das einmal nicht geschafft hat oder vermutet, es nicht zu schaffen, einfach das Ganze zu ignorieren und weiterzuspielen. Was ich hier machen würde, wäre jetzt praktisch hier reingehen, wahrscheinlich wieder die Rebellen nehmen oder irgendein anderes overpowertes Team, ja, und einfach einen der Charaktere weglassen, dafür eben den Tusken mitnehmen. Vielleicht mache ich das irgendwann mal später, aber es geht mir erst einmal darum, möglichst weit zu kommen. Ihr wisst ja, das sind jetzt keine Mega-Challenges, keine Mega-Herausforderungen, diese Dinger, aber es ist momentan effektiver, einfach weiterzuspielen. So, wir kämpfen gegen das Team hier, weil das ist leichter als das, glaube ich. So. Und die nochmal die Rebellen. Ich will wenigstens ätzende Missionen haben, damit ich beim nächsten Mal nicht überlegen muss, was ich haben wollte. Hier, wir betäuben ihn, damit der nicht provozieren kann. Und dann können wir uns nämlich um alle anderen kümmern. Sabine ist nämlich auch gefährlich, die müssen wir... Oh, okay, die kriegen nämlich auch ziemlich viele Bonuszüge und so ein Kram. Die können auch noch kontern, ne? Komm, wir machen erstmal das hier, wir machen erstmal Kanan platt. Wegen den Konter. Oh, Mist. Oh, Mann. Oh, Mann, das kann was werden. Oh, je, oh, je. Oh, je, oh, je, oh, je. Das habe ich ganz vergessen. Die ganzen Debuffs und so ein Kram. Ich mach mal das hier. Okay. So. Oh, Mann. Können wir die Gegner blind machen? Ja, wir können die zumindest blind machen.
Das Problem ist halt. Das Problem ist, dass Kate erstmal drankommen muss und dann platzt er. Aber wir machen. Ah, Sabine ist sehr, sehr. Oh, Mist, oh, Mist, oh, Mist. Okay, wir können das nicht machen mit denen. Wir kämpfen doch nicht. Wir kämpfen doch nicht gegen die. Ich hab da keine Lust drauf. Wir kämpfen doch lieber gegen die hier. Das Problem ist, dass Kaden ja jedes Mal, dass die Gesundheit regeneriert, jetzt mal, wenn sie Debuffs bekommen. Und wir machen sehr, sehr viele Debuffs auf die Gegner. Deswegen kämpfen wir jetzt erst einmal gegen dieses Team hier. Da ist kein Zombie dabei. Das heißt, die gehen relativ schnell down. Wir machen erstmal da. Wir betäuben sie. Sehr gut. Okay. So, Darker stirbt durch Countdowns und Kram. Wir machen erstmal das da, dann ist Darker down. Sehr schön, jetzt machen wir Telsen platt. Nehmen wir erstmal Zugleiste, dann ist sie auch ledig. Super, die soll ruhig heilen. Assage ist auch noch gefährlich. Wir machen Assage als nächstes platt hier. Ah, oh mein Gott, das gibt's nicht. Okay, wir müssen unbedingt Assage platt machen. Unbedingt. Wir sind ja nur bei 50% unserer Rebellen, das darf man nicht vergessen. Ich habe noch einen Kampf, wenn nicht, warte, ich habe ein bisschen Energie aufgeladen ist. Und dann mache ich das nächste Runde. Nächste Episode, wollte ich sagen. Okay, pass auf. Wir machen zuerst einmal sie platt. Sehr gut. So. Zombie betäubt uns. Die Rebellen sind aber 50%, das darf man nicht vergessen, ne? Trotzdem ist das schade, dass die das nicht direkt so schaffen, wie ich mir das denke. Können wir jetzt mal ganz kurz hier? Sehr gut. Okay. Die heilt. Macht, Mist. Die machen Schaden auf alle. Hoffentlich überleben wir noch ein Weilchen. Okay, die ist down. Gleich wiederbelebt worden. Ich habe auch nicht mehr genug Energie. Also wenn das ist, schade. Okay, wir haben hier verloren. Das ist nicht weiter schlimm, Freunde. Wir machen das beim nächsten Mal. Die sind bei 50%. Wir würden es wahrscheinlich sogar trotzdem schaffen. Aber wir verlieren Einheiten. Nein, das ist schwierig. Sehr, sehr schwierig. Okay. Pass auf. Ist nicht weiter schlimm, Freunde. Ich habe ja geschafft, was ich schaffen wollte. Ich wollte bis zu Dash Render kommen. Ja, die kriegen das mit Content eventuell hin. Okay. Okay, ihr seht ja, wir schaffen es trotzdem. Überlebt er noch? Nein, er wird das nicht. Ah, wir schaffen es nicht. Okay, gut. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Das heißt, wir wurden abgeschmatzt von den Schwestern der Nacht. Phönix hätten wir vielleicht sogar besiegt. Ich hatte aber keine Lust darauf, das mit Kanan zu machen. Und Schwester Nacht haben uns abgeschmatzt. Das bedeutet, am nächsten Mal machen wir weiter, werden dann durch die Mitte gehen und Edson die Mission freischalten. Eventuell, je nachdem, wie ich zum Aufnehmen komme, mache ich den hier noch offscreen. Ich könnte auch hier Energie ausgeben, das mache ich aber jetzt nicht, das lohnt sich nicht. Und ich lasse einfach mal das Ganze aufladen, dann spielen wir halt weiter hier in der nächsten Episode. Vielen lieben Dank, Freunde, fürs Zuschauen. Und ich will mal ganz kurz gucken, wie das hier aussieht mit den Erfolgen. Geht ja ganz gut, ne? Geht ja ganz gut. Also, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Möge die Macht der Rebellen mit euch sein.